Zombie Apocalypse. Ja, wir nehmen uns. Ja, Michael ist heute ein bisschen Ersatzteile holen. Anscheinend hoffentlich für mein Auto, Herr Obermeier. Ja. Ich wünsche ihm was, danke Ihnen. Ja, bitte, tschüss. Bis dahin, tschüss. Ja, so, Kevin. Das war Herr Obermeier. Dann gibt es noch den Herrn Unterwald, den Michael Obermeier. Ist auch unten vom Landhandel und Maschinenhandel und auch ein sehr netter und fähiger Mann. Ja, das ist dein Zuhause. Also da unser Wohnhaus. Ne? Irgendwo musst du ja auch schlafen können. Ich wollte dich jetzt nicht im Hühnerstall unterbringen, obwohl, vielleicht hättest du es ja mal verdient. Nein, Spaß beiseite. Unseren Hühnerstall direkt daneben, Garage mit Werkstatt, haben wir dann auch noch da, Wassertank. Der Kercher steht auch da und ich möchte dich bitten, die Fahrzeuge sind bitte sauber zu machen, nach jedem Gebrauch. Ja? Gut. Dann noch eine Maschinenhalle, zwei Fahrsilos haben wir. Ja. Zwei Bunkersilos. Genau, da hast du ja auch schon gesehen, da steht dein Pferdehänger und der Kleine. Und dann hast du Elfriede ja auch schon entdeckt, oder? Wunderbar. Ja, Elfriede ist auch versorgt, die hat alles... soweit ich weiß, ja, da ist auch noch alles gut. Die habe ich heute Morgen noch mal sauber gemacht. Noch mal gestriegelt, so richtig schön. Ne? Und kannst dir dann ja auch mal nehmen zum Ausreiten. Ja. Okay, dann haben wir ja noch eine Maschinenhalle da drüben stehen. Unser Silo hier vorne und noch einen kleinen Bretterhäufchen, möchte ich es mal nennen. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Genau. So, die Wiese, die du da hinter unserem Silo siehst, ne? Ist unsere. Die ist nicht gerade klein. Gehört das hier unten auch noch mit dazu, oder? Das da unten bis zur Straße runter, wenn ich mich nicht irre, gehört auch noch mit dazu. Das heißt, das ganze Stück bis hier unten runter zur Straße. Ja. Ist alles noch unseres. Aber so. Großes, ja, ich habe gedacht, wir brauchen mal viel Platz, wenn wir Maschinen haben. Ne? So, und dann gibt es noch ein Feld, das ist unten beim Maschinenhändler. Wenn du mal auf die Karte guckst, komm mal her, guck mal auf die Karte. Das Feld 21, das ist bei der Getreidemühle. Das ist auch noch unseres. Da müssen wir aber noch mal Maschinentechnik für holen. Weil da müssen wir auf jeden Fall noch düngen müssen wir und ansehen müssen wir noch. Und dann würde ich nämlich gerne erstmal Hafer ansehen dort. Damit wir da auf jeden Fall, wo bist du denn jetzt schon wieder? Da. Dass wir auf jeden Fall Hafer haben, ne, für Elfriede. Weil im Lager sind irgendwie nur noch 900 Liter. Und die brauchen wir dann doch schon. Ne. Und dann haben wir auch wieder Stroh. Stroh haben wir aber momentan genug. Also da können wir auch ohne Strohablage und mieten können wir uns mal so einen Drescher oder wir kaufen uns halt einen. Ne? Ja, der hat garantiert einen. Da müssen wir dann mal schauen, wie das aussieht, ob wir uns den mal nehmen können und dann mal eben drüber fahren können. Aber das sollte kein Problem eigentlich sein. So, okay. Das hört sich doch ganz gut an. Dann würde ich sagen, fange ich jetzt mal an zu mähen. Ja. Du fängst dann an zu wenden, genau, und wenn was ist, dann sag ich dir Bescheid. Ja? Gut, dann rein in die Maschine und ab geht die Feldefahrt. Wo willst du anfangen? Sollen wir anfangen? Unten oder oben? Okay, dann fangen wir unten an. Pass auf, dann fangen wir rechts an. Also hier raus und rechts dann da und gib ihm. Nochmal. Ich bin gerade am Überlegen, ich weiß es noch. Lass uns mal gucken, wie viel wir hier rauskriegen, ja?
Okay. Ich hoffe, das gehört auch noch zu uns. Ich weiß es nicht, aber ich glaube ja. Ja. So. Dann einmal aufklappen. Einmal an die Luzi. Einmal auf. Meinst du? Na gut, komm, dann lassen wir es hier stehen. Dann müssen wir hier uns mal so ein Mähding holen, so ein Mähwerk. Dann fangen wir hier vorne an. Na? Du sollst runter. So. Und wie findest du es hier? Wie war der Weg? Bis hast du gut so weit nach hierhin gefunden? Naja, komm. Ein bisschen Schwund ist immer. Und neue Freunde wirst du hier bestimmt auch noch finden. Ne? Aber wir müssen eh noch mal zum Händler, weil wir brauchen für Elfriede noch ein Wasserfass. Noch ein Wasserfass, damit wir da Wasser reingefahren kriegen, ne? Ja, noch immer alles, aber ne, wir müssen ja auch ein bisschen vorbeugen, ne? So. Fahren wir mal hier bis zum Ende. Hallo, Sonnenbichler. Herr Obermeier. Der ist da, ja. Der ist mit mir fleißig gerade am Mähen. Sie hätten einen Job für ihn. Ja. Ja. Kann er im Ge- Ja, warten Sie mal. Dann würde ich sagen, ich leite Sie mal per auf, mach Sie mal auf laut und stelle mal per Funk rüber. Kevin! Telefon für dich, der Herr Obermeier. Okay, Kevin, dann lass den Gürtner so stehen. Genau, und dann lässt den gleich einfach stehen an der Seite, dass ich dann gleich hier in einem weitermachen kann mit dem. Ja? Und denk dran, bitte Motor aus, ne? Ziehen wir jetzt hier mal wieder runter. Und benehm dich beim Herrn Obermeier, ne? Lass mir keine Klagen kommen. Ja. Die anderen sind halt alle berufstätig und sind rüber nach Südhemmern gegangen zum Arbeiten. Ein paar Läden haben wir natürlich auch, wie du gesehen hast, ne? Aber viel ist das hier auch noch nicht. Und da hinten ein Riesenhotel, aber ich habe hier doch keine Touristen gesehen.
Dann nimmst du das hier am Rand dann auch noch mit, ja? Danke dir. So, das Stück mähe ich gleich noch weg. Ziehen wir mal einmal hier eine gerade Bahn durch. Okay, jetzt wird's problematisch. Wir kommen nicht hoch. Nee, der hat Allrad. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich das aktiviere. Papa hat doch von nichts einen Plan, kennst du ihn doch. Ja, du bist. Du bist mir ein Scherzkeks. Wie war denn das noch? Chris, guck du mal, ob du den Allrad aktiviert, Chris. Komm. Aber nicht fahren, denk dran. Ey, du kennst. Okay, warte kurz, warte. Da ist sonst bleibt uns noch was liegen, das wollen wir nicht. Machen wir jetzt einmal das kleine Stück hier und den Hang machen wir dann. Ja, müssen wir mal schauen, ne? Bin ich ja mal gespannt, was du da machen sollst. Wenn das so ein Gerät ist, wäre natürlich mega. Wenn das jetzt hier mit dem Fendt nicht klappt, ne? So, jetzt noch mal hier das Mittelstück. Okay. Also, ich fahre mal da runter an der Seite, dann kannst du da hochschießen. Dann fahre ich schon mal rüber und dann machen wir da den Rest noch. No? So.
Oh, warte. Den nehmen wir mal mit hier, das Stück. Wo kommst du denn her? Sehr schön. Gut. Dann bist du ja jetzt ausgebildeter Fachlandwirt mit Diplom, oder? Wenn du schon weißt, dass das ein Wender ist, passt doch. Tja, ich glaube, der Herr Obermeier ist da. Ich komme nicht hoch. Moment. Ich fahre mal da hinten rüber. Oh, warte mal. Ja, genau. Stell mir den oben auf den Hof. Ich mache den Rest dann gleich. Herr Obermeier, Moment kurz bitte. Ja, er bringt gerade kurz den Güldner weg. Ja, das wären genauso Teile, wie wir brauchen. Vor allem hier neben der Gebäude, ne? Ja, da müssen wir dann mal schauen. Aber nun, ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Na sicher kann er einen Gürtner mitnehmen. Lass mir nur den Wender bitte hier, ne? Ja, den Wendler kannst du mitnehmen, aber den Wender, den lässt du bitte hier. Ja, den Wendler. Genau, lass den Wendler bitte hier. Ja, Moment. Und. Jawohl, kann's los. Und sei lieb. Lass mir keine Klagen kommen. Alles klar, tschö. Bis dahin. Sagen Sie Bescheid, wenn er Mist baut, ne? Alles klar. Viel Spaß dann. So, meine Lieben, wir machen weiter. So, wir machen weiter. Jetzt machen wir mal ein bisschen Musik an, oder? Ach, egal. Wir brauchen keine Musik. Wir machen jetzt hier weiter mit Man und... Machen jetzt hier noch das Stück, wenden das dann gleich und dann schwaden wir das noch. Dann haben wir auf jeden Fall für Elfriede genug erstmal drin, würde ich sagen, an Heu. Das sollte dann eigentlich locker ausreichen. Wenn wir der Elfriede dann hier so ein lecker, schönes, frisches Heu geben. Dann müssen wir es gleich noch einsammeln. Jetzt schnappen wir uns aber erst den... den Wender, wenden den ganzen Kram und dann machen wir weiter. Im Text. So. Dann stellen wir hier unser... Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, dass wir das hier reinstellen. So. Das war mein Fehler. Ja. Dann...
drehen wir den ganzen Spaß einmal um. Doch nicht weit genug, okay. So. Jetzt mal den runter. Koppeln den Spaß ab. Juhu. Und dann fahren wir mal in Richtung Gewicht. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, weil wer weiß, was passiert. Aber das nehmen wir mal mit einfach, vorsichtshalber. So, ich liebe diesen alten Fendt, ja, ne? Aber vielleicht wird es ja auch irgendwann mal Zeit für was Neues. Dann müssen wir mal schauen. Vielleicht was... Vielleicht doch was Elektromäßiges. Aber da müssen wir mal schauen. Aber meine Lieben, das soll es für diese Folge dann auch schon wieder gewesen sein. Wenn euch es gefallen hat, lasst einen Daumen da. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch alle Folgen mitbekommt. Und ich würde sagen, das war's dann für heute. Erstmal. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Eine neue Folge, unsere kleine Alpenfarm. Bis dahin, ciao!